Leute, eure Sakko-Fuchsi ist wieder hier mit einem neuen Unboxing-Video. Ja, die Sakko-Fuchsi hat mal wieder Post bekommen. Wie wär's, wenn du erstmal erwähnt, dass ich auch dabei bin? Ja, der gute Nagi ist diesmal auch mit dabei. Der hält schön für mich die Kamera. Das ist sehr. Soll ich mal allen dein Gesicht zeigen? Nein, nein, okay, nein, okay, mein okay. Gesicht darf niemand sehen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich die Lust verspüre, in einem Abonnenten-Special oder so. Mal schauen. Naja, auf jeden Fall. Dann machen wir eben diese Pakete auf. Ja, genau. Das sind zwei Pakete, die heute mit der Post gekommen sind, heute. Und auf eins davon warte ich schon seit gestern, was aber leider nicht mehr kam. Und zwar dieses hier. Hättest du mal besser bei Amazon bestellt? Von, sei ruhig. Von, ja, Saturn. Und das mache ich jetzt einfach mal auf. Ich muss erst mal gucken, auf welcher Seite das aufgeht. It's so exciting. Ja, total. Open it. Vielleicht können sich ja, vielleicht kann sich ja schon irgendwer denken, was da drin ist. Ich weiß nicht. Darf ich mal so am Rande erwähnen, dass deine Hände wunderschön sind? Oh Gott, ja. Wem seine Hände sind schon wunderschön? Und mit was für einer Eleganz du das Paket öffnest? Ja, ist doch, irgendwie muss ich's ja aufkriegen, ne? Sei froh, dass du beide Hände frei hast. Na also. Ratsch. Gucken wir mal, ob wir das so aufkriegen. Ja, das sieht gut aus. Was mag da nur drin sein? So, jetzt mal die Schere beiseite gucken. Und es ist... Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Pokémon Alpha Saphir, die limitierte Edition mit dem Steelbook. Noch von hinten. Ja. Ich wollte unbedingt die Steelbook Edition haben, weil ich das Steelbook so schick fand. Wollen wir da. Packen wir das mal weg. Ich wollte das wegwerfen. Okay, du darfst das zweite Paket wegwerfen. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Hier haben wir einmal die Steelbook. It's so beautiful. Nochmal von hinten. Schön mit Kyogre drauf. Und hier haben wir das Ganze nochmal von innen. Da ist ja gar kein Spiel drin! Oh mein Gott, Skandal. Gar kein Spiel drin. Sehr schick auf jeden Fall, finde ich. Ich finde es schick gemacht. Und dann haben wir hier noch das Spiel. Ja, die eine Jule brauchst du dann ja gar nicht. Yeah, im Prinzip nicht, aber die kann ich... Entweder packe ich hier das Spiel rein, wo ich meine Spiele eigentlich immer alle zusammen in einer Tasche drin habe. Oder ich packe sie hier rein. So, nochmal von hinten. So, ja, machen wir das gleich nochmal auf. Musst du das jetzt aufmachen? Nein, ich lasse es zu. Wir wissen ja alle, was da drin ist. Das, ja, das Spiel, das zeige ich sowieso dann nochmal in meinem Monatsupdate. Das kommt dann wahrscheinlich morgen, weil morgen ist ja der letzte Novembertag. Und die zeige ich dann nur mal kurz noch dann mit dazu und sag dann nicht mehr groß noch zu was. Ja. So viel zu Alpha Saphir. Und dann haben wir hier noch ein dickes Paket von Amazon. Ja, ich habe mir mal wieder was von Amazon gegönnt. Was kann da nur drin sein? Ja, was ganz Schönes ist da drin. Und zwar haben wir hier drin Werbung und so ein Krempel. Das braucht ich wollte das Paket wegwerfen! Oh, jetzt! Schmeiß nicht die Lampe um! Man sieht deine Hose! Oh nein! Was machst du? Skandal! Gib mir das Paket! Ja, hier! Damit es wegschmeißt! Yay! Yeah. Ist ja gut! So, und zwar haben wir da drinnen einmal die zweite DVD-Box von Negima, vom zweiten Negima-Anime. Awesome shit! Ja, die hat mir lange gefehlt. Und dann haben wir hier noch die dritte und letzte DVD-Box. Ich musste mir die bei Amazon kaufen, weil die waren so günstig. Und 15 Euro! Da konnte ich nicht nein sagen, 15 Euro pro Stück. Und normalerweise kosten die, ja, teilweise wirklich immer noch das, was sie damals gekostet haben, nämlich 50 Euro pro Stück. Komm auf den Punkt! Ja, so viel dazu. Du brabbelst so viel. Ja, lass mich doch. Und dann haben wir hier noch einen japanischen Drama-Film. Bist du wohl leise? Ja, also ich habe davon nur den Trailer gesehen und fand das von der Geschichte her gut. Ich kann ja mal einfach Du hast nicht mal den Titel gesagt. Ja, achso, nee. Entschuldigung. Be with you. Ein Versprechen stärker als der Tod. Das klingt nicht gut. Nee, also alles, was ich weiß, also vom Trailer her, was ich weiß, worum es da geht, ist es, dass es halt irgendwie
um diese Frau geht, die halt irgendwie im Sterben irgendwie liegt. Dann wird sie aber, glaube ich, irgendwie wieder, also sie wird, glaube ich, wiederbelebt, aber hat ihr Gedächtnis verloren und die sind halt ihre Familie und sie muss sich an alles wieder erinnern und... Komm auf den Punkt. Ja. Ich kann auch einfach die Beschreibung vorlesen. Nein, bitte nicht. Ist ja gut. So, ja, so viel dazu. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kennt jemand von euch den Film. Und wahrscheinlich den nicht. Vielleicht irgendjemand. Kannst Nein, wahrscheinlich mal, nicht. Kannst du mal in die Kommentare schreiben? Wahrscheinlich nicht. Ob jemand den gesehen hat, wie es euch gefallen hat. Und ja, so viel dazu. Haben wir es alles im Kasten? Ja, das war's eigentlich soweit. So, und ich spiele jetzt Akufuchsis Saphir Edition. Tschüss. Nein. Die wird gleich von mir selber gespielt. Dann nehme ich die Steelbox. Nein, nein! So. Ja, so viel zu meinem Unboxing und war gerade dank des lieben Nagi ein bisschen chaotisch. Macht doch nichts. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Unboxing wieder. Also Leute, bis dann. Tschüss. Tschüss.